Gerade habe ich tatsächlich die Workshops angeboten für die pädagogischen Fachkräfte hier auf der Play und Multiplikatoren und habe die Initiative vorgestellt und meine eigenen Ideen und habe so ein bisschen die pädagogische Arbeit vorgestellt und die Verbindung aus Medienkunst und Medienpädagogik. Creative Gaming ist ein Zusammenschluss aus vielen verschiedenen Medienkünstlern, Medienpädagogen, Projektmanagern, Games Designern und ganz viel interessierten Menschen, die Lust haben, zum Thema Games zusammenzuarbeiten. Und die Initiative ist immer offen für Neues. Sie ist ein ziemlich loser Zusammenschluss aus vielen und bedeutet für mich viel Spaß und Spannung und ja, ich bin morgen halt beim Familientag vertreten zum Thema Computerspiele und Apps für Vorschulkinder und habe verschiedene, also Tablets und Laptops mit dabei und verschiedene Computerspiele, auch Online-Spiele und ich möchte sehr gern, dass die Erwachsenen mit den Kindern zusammenspielen, dass die darüber ins Gespräch kommen, dass die Erwachsenen sehen, was für tolle Welten es digital gibt. Ich möchte auch gucken, wie man das Digitale analog runterbrechen kann und habe Malvorlagen mitgebracht, habe die Lieblingsfiguren der Kinder mitgebracht, wie das Sandmännchen, Findus und Patterson zum Beispiel. Und ich arbeite mit dem Programm Foldify und gucke halt, dass wir da digital Bastelvorlagen erstellen, die wir dann ausdrucken und halt 3D-Würfel draus machen oder eine Giraffe, je nachdem, worauf die Kinder Lust haben. Es wird im Endeffekt so eine interaktive Ecke für die Kinder mit ihren Eltern, Großeltern und auch für Pädagogen.